auf Stühle. Okay, so let's begin with the Lightning Talk Session on day 4. Okay, fangen wir an mit den Lightning Talks am Tag 4. Ich werde kurz erklären, wie das hier funktioniert, für das Publikum und für die Sprecher. Zuerst für die Sprecher. Setzt euch bitte vorne hin. Dann könnt ihr schnell auf die Bühne und euren Talk halten. Ihr müsst einfach in das Mikro reden. Dreht euch bitte nicht um, dann können wir euch nämlich nicht hören. Ihr könnt die Slides unten auf dem Monitor sehen. Ihr müsst euch nicht umdrehen. Bleibt ruhig, spricht laut, verständlich. Werdet rechtzeitig fertig, holt euch euren Applaus ab und dann verlasst die Bühne. Applaus. Thank you. I'm not going to leave yet. Ich gehe jetzt aber noch nicht runter. Ich sage dasselbe in jeder Session. Fürs Publikum, wie hört man sich das hier an? Seid excellent zueinander. Schaut auf den Timekeeper. Wir wollen nämlich, dass jeder Sprecher die gleiche Zeit hat und rechtzeitig fertig wird. Wie liest man den Timekeeper? Wie liest man das richtig ab oder das hier auf dem Bildschirm? Alex, würdest du das erklären? Wir brauchen Audio für das Podium. Yeah, you have to talk a bit louder, I think. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Jetzt geht's. Hallo. Guten Morgen alle zusammen. Die meisten von euch sollten wissen, wie der Zeitgeber jetzt funktioniert. Solange der Zeitgeber grün ist, so wenn das hier so hochgeht, dann seid ihr in den ersten 4 Minuten des Talks. Ihr habt also ganz viel Zeit übrig. Wenn es sich gelb färbt, dann kommt ihr dem Ende nahe. Dann habt ihr noch 30 Sekunden. Und die letzten 30 Sekunden sind in Rot. Nach unserer neuen Policy, um sprecherfreundlicher zu sein, machen wir keinen Buzzer mehr. Wenn der Sprecher in die letzten 5 Sekunden kommt, dann macht ihr 5, 4, 3, 2, 1 und dann klatscht ihr. Alright, ich glaube, das funktioniert. Es funktioniert zumindest für mich. So, wir probieren das. Es gibt Übersetzungen. Alle englischen Talks werden in Deutsch übersetzt, alle deutschen Talks in Englisch. Um das zu sehen, dann müsst ihr auf c3lingo.org gehen, wo ihr gerade schon seid, wenn ihr das hier hört. Applaus für uns. Yay. Okay, that's it. Das war's. Dann fangen wir jetzt an. Okay, so. Okay. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin Carsten und ich will jetzt über Webapplikationen, welche ich gerade am entwickeln bin, sprechen. Und das Ziel ist hier, dass wir konstruktive und weniger frustrierende digitale Diskussionen durchführen können. Meine Motivation hier ist, weil wir eine wachsende globale Population haben und technologische Entwicklung. Die Welt wird komplexer. Und da haben wir auch einen höheren Bedarf für Kommunikation und Koordination. Und das ist meistens ziemlich mühsam. Wir haben hier noch Falschverständnisse, Emotionalisierung, Feedback, die Kommunikation bricht ab und das ist eine Gefahr für die Zivilisation. Wir haben hier Beispiele, zum Beispiel auf einem global gesehen der Klimapolitik, wo wir so die zwei Lager haben, die nicht mal miteinander sprechen können. National haben wir zum Beispiel die emotionale Debatte in Deutschland über geschlechtsspezifische Sprache hier, zum Beispiel LehrerInnen. Und sogar auf einer lokalen Skala haben wir hier Beispiele, zum Beispiel mit dem C3D2-Treffen, das mein lokaler Hackspace. Auf der Mailingliste hatten wir eine Diskussion, wann wir dann die Meetings starten wollten. In einem zweiten E-Mail hatten wir da einen Vorschlag für 7:30 und 15 E-Mails später hatte dann die gleiche Person
geschrieben, ja, ich verstehe die Diskussion nicht, ich bin ziemlich angepisst, ich höre wohl bald auf, dann könnt ihr es wieder selber organisieren. Das ist also ein Beispiel für ein sehr einfaches Thema und wo wir da einen kompletten Zusammenbruch hatten der Kommunikation. Also sogar in kleinen homogenen Gruppen haben wir hier das Risiko für Eskalation. Ich habe hier eine Lösung, die ich vorschlagen will, also einfach mit besseren Tools. Da haben wir den klaren Unterschied zwischen einem normalen Forum und Stack Overflow. Da haben wir eine drastisch verbesserte Kommunikation, auf jeden Fall für den Use Case von Programmierfragen. Wir haben da auch andere ziemlich ähnliche Plattformen für andere Themen. Aber da brauchen wir etwas für normale Diskussionen. Und eines der Schlüsselsachen hier, weshalb das so erfolgreich ist, ist, dass der Inhalt nicht chronologisch, sondern qualitätsmäßig geordnet ist. Wir haben keine Redundanz und wir fokussieren auf das Thema. Und wir brauchen hier da ähnliche Themen für Features für normale Diskussionen. Wir haben hier ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist Brabble. Gibt da auch andere Seiten, die haben da so eine Art Formalisierung, wo sie da Kontra- und Pro-Argumente darstellen und haben Ratings. Da hat es auch Nachteile, die sind vielleicht etwas oberflächlich, da hat man keine tiefen Diskussionen und ja, ist proprietär. Da habe ich gedacht, ja, machen wir es selber. Und da habe ich eine Web-Applikation geschrieben, die verfügbar ist hier unter dieser URL, sober-arguments.net. Und hat ein paar Features, welche ich denke, die sind gut für den ganzen Prozess. Als erstes eine starke Formalisierung der Diskussion. Wir haben hier so Brüche, Elemente der Diskussionen. Und diese Bausteine sind Thesis, Pro, Contra, Frage und Verbesserungsvorschläge und die sind durch diese verschiedenen Farben highlighted. Da können wir auch in die Tiefe gehen. Und da können wir also so einen Argumentenbaum aufbauen. Wir haben da auch ein explizites Feld, um zu referenzieren. Also sollte jedes Argument irgendwie referenzieren wollen. Es ist Open Source. Der Nachteil ist, das ist in früher Alpha-Status und ich bin kein guter Webentwickler und auch kein guter Designer, wie ihr hier seht. Das ist irgendwie ein bisschen hässlich. Aber das Ziel hier ist, mal ein Proof of Concept zu entwickeln. Und warum würde das vielleicht nützlich? Könnte kleine Gruppen helfen, mit Meinungs zu formen und individuelle Analyse von Diskussionen zu erlauben. Falls ihr interessiert seid, hier ist die GitHub-Seite oder ja. Vielen Dank. Alright. I closed the wrong window. Jetzt habe ich das falsche Fenster zugemacht. Der nächste Talk ist Connected Autonomous Mobility, verbundene autonome Mobilität. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ah, ich muss hier Present drücken. So, guten Morgen alle zusammen. Refreshing Memories. Lasst mich euch eine Frage stellen. Wer von euch erinnert sich an den Homebrew Computer Club? Einige Hände gehen hoch. Der Homebrew Computer Club hat offiziell in 1995 angefangen und die Leute wussten nicht so viel über Computer zu dieser Zeit. Trafen sich, tauschten Wissen aus, machten Projekte zusammen, Hardware-Software-Projekte und haben versucht, die Technologie in die Hände der Leute zu bringen. Wenn man weiter nachschaut, dahinter ist eine Bewegung, die von Stuart Brand gestartet wurde. Er hatte schon 3 Jahre zuvor einen Artikel geschrieben, in 1992, über die Hacker-Community. Und Stuart Brand ist der Gründer des Whole Earth Catalog. Seine Community ist immer noch aktiv heutzutage. Und einer der Leute hat Do-It-Yourself Robocars gestartet, um die Technologie
von autonomen Autos in die Hände der Leute zu bringen. Wir haben eine ähnliche Situation wie in der PC-Ära in 1995. Was man hier sehen kann, da fährt einer sehr schnell mit OpenCV-basierter Technologie. Das erkennt die Fahrspur und fährt dann autonom und versucht schneller zu fahren als der schnellste Mensch. Wenn ihr ein Kid in der Bay Area seid, dann geht ihr dahin, um alle Details herauszufinden. Um herauszufinden, wie man ein eigenes Auto baut. Es gibt andere Gruppen, wie unsere Freunde in Ann Arbor und Detroit. Die gehen noch weiter. Sie haben eine Applikation gebaut für einen Roboter, der autonom durch ein Greenhouse fahren kann und Tomatensetzlinge finden kann. Also wenn ihr in Ann Arbor oder Detroit seid, dann geht dahin. Wie bin ich selbst in dieses Gebiet gekommen? Ich hatte das Glück, im ersten Team zu sein, das die Udacity Challenge mitgemacht hat. Hier ist einer unserer ersten Versuche, als wir zum ersten Mal versucht haben, das Auto zu fahren. Ihr seht, das ist immer noch sehr buggy. Das war ein sehr lustiges Projekt. Das war ein großartiges Team, das zusammengearbeitet hat bei diesem Endprojekt. Und dadurch habe ich angefangen, ein Meetup in Stuttgart dafür anzufangen. Hier könnt ihr zwei Projekte sehen, die wir schon gebaut haben. Eins ist eine Live Detection im Auto, Live Detection von Fußgängern und anderen Autos. Und rechts ein sehr kleines Projekt von einem Roboter, das ihr innerhalb von einer Stunde bauen könnt, das einer Spur folgt. Die Hürde ist nicht zu hoch, ihr könnt einfach selber anfangen. Derzeit sind wir im Prozess, eine Spur und eigene Autos zu bauen. Es gibt den Trackspace in Stuttgart. Das ist das Auto von Alexander Kohlbeil, der sehr aktiv ist in der Community. Und die Möglichkeit für euch ist, falls ihr euch dafür interessiert, ihr könnt sehr viel lernen über Computer Vision, Behavioral Cloning, neuronale Netze trainieren, Fahrtplanung. Vielleicht habt ihr den Talk über den Mars Rover gesehen. Viel, was man da gehört hat über Path Planning, kann man direkt hier auch lernen, in diesen Projekten. Und dann könnt ihr über Sensor Fusion lernen. Falls euch das interessiert, kommt, macht mit bei uns unter Connected Autonomous Mobility. Wir haben hier eine Assembly mit den Freunden von der Automotive Security Research Group. Es gibt eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte. Wir haben jetzt nur über einzelne Autos und einzelne Robots gesprochen, aber der Titel ist über verbundene Sachen. Denkt an die PC-Ära 1995. Wir hatten nur ein PC und nur ganz wenige Netzwerke. Überlegt euch, was möglich ist, wenn wir all diese Roboter verbinden. In einer Art und Weise, die Leuten hilft. Wenn es euch interessiert, kommt, macht mit, habt Spaß. Vielen, vielen Dank. Still have to juggle some slides here. Next up is smart contract security. Als nächstes smart contract security. Hi, vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich rede jetzt mal kurz da über smart contract security, spezifisch über unser Tool, das heißt Securify. So, ihr wisst vielleicht nicht, was ein smart contract ist. Das ist ein sehr einfaches Programm, das auf Blockchain läuft. Und die meistbenutzte Blockchain ist Ethereum. Und weshalb ist das vielleicht ein bisschen anders als zum Beispiel Web Security? Was ist hier speziell? Ja, der Code ist öffentlich, der Zustand ist öffentlich, alle können interagieren. Das ist also viel Transparenz, das ist toll, aber das macht auch die Sicherheit ein bisschen schwieriger, weil das ziemlich einfach
eben für den Angreifer. Und ja, die Verträge, die haben da auch viele, viele Gelder, die sie verwalten. Also wenn man da einen Bug findet, dann kann man den ziemlich einfach da Geld daraus machen. Das ist ein echtes Problem. Da waren schon ein paar große Hacks. Diese Zahlen waren schon mal höher, aber der Wechselkurs hat ja wieder geändert. Dann sehen die Zahlen da nicht mehr so übel aus, aber da kann man definitiv ein bisschen Geld damit machen, wenn man weiß, wie man sowas hacken sollte. Ja, was können wir dagegen machen? An der ETH Zürich in Kooperierung mit Chain Security haben wir Securify gebaut. Und da will ich euch mal eine intuitive Erklärung geben. Da haben wir grundsätzliche Checks, die wir da machen. Zum Beispiel, wie wenn der Arzt mit einem Stethoskop bei euch eine Grunduntersuchung durchführt. Und wenn ihr da nicht so im Sicherheitsumfeld rum seid, vielleicht habt ihr mal Metasploit von Metasploit gehört. Das ist quasi so wie ein Metasploit für Smart Contracts. Aber für die, die ein bisschen mehr wissen, noch ein bisschen komplexer erklärt. Wir haben, wir bauen einen Abhängigkeitsgraph und mit den Strukturen und den Variablen und wie die miteinander interagieren. Und dann haben wir da ein paar Patterns, wie die eingehalten werden sollten. Das überprüfen wir, ob die eingehalten werden oder nicht. Und dann können wir schauen, ja, sieht das gut aus? Und bei ein paar Situationen können wir sagen, ja, die sind sehr vermutlich nicht okay. Und ja, was sind denn diese Muster? Wir haben hier zum Beispiel Reentrancy. Das ist etwas, was den DAO-Bug gemacht hat. Und ein anderer Bug ist fehlende Autorisierung. Da habe ich eben gesagt, ja, alle können interagieren mit diesen Smart Contracts und von Grund aus, ja, sehen alle gleich aus für diesen Contract. Also muss man da auch richtige Autorisierung hinzufügen, dass man da Sicherheit hat. Also ich will euch da alle ermuntern, das auszuprobieren. Ja, setzt euren Code dorthin, drückt auf Scan Now und dann, probiert das aus, das sollte funktionieren. Ihr findet das auf securify.ch. Es ist gratis, eine One-Click-Analyse, könnt da euren Code pasten oder einen ZIP-File uploaden oder ein Git-Repository klonen. Das ist noch ein bisschen experimentell im Moment mit dem Klonen, also falls ihr da Probleme habt, tritt mit uns in Kontakt, wir sind da happy über Feedback und wenn ihr etwas mehr noch darüber erfahren wollt, was da hinter den Bühnen da läuft, dann schaut euch das akademische Paper an, das hier auf Archiv publiziert worden ist. Das Ganze ist Open Source, also könnt ihr da auf GitHub schauen und neue Features vorschlagen und auch Bugs reporten, da sind wir auch sehr froh darüber, wenn ihr das machen. Und ich würde da gerne die Ethereum Foundation danken, dass die das möglich gemacht haben. Schlussendlich haben wir noch Discord, da könnt ihr uns kontaktieren. Wir haben einen Twitter-Account und da kommen sicher noch mehr Features bald. Und falls ihr die Leute seid, die 4000 Contracts in den letzten Tagen gescannt hat, da gibt es vermutlich bessere Wege. Kontaktiert mich. Vielen Dank. Next up is find contributors in online learner communities. Als nächstes find contributors in online learner communities. Okay, hallo alle zusammen. Mein Name ist Robert und ich bin Softwareentwickler und ich entwickle gerne Free und Open Source Software. Also ich möchte euch jetzt sagen, wie ihr Leute finden könnt, die bei eurem Projekt mitmacht. Also das nicht die geupdateten Slides. Könnt ihr bitte... Aber das sind deine Slides, oder? Wir gucken gerade, dass wir das hier richtig hinkriegen. Vielleicht habe ich die falschen Slides runtergeladen.
Während wir es runterladen, bleib bitte ein bisschen näher am Podium, denn wenn deine Hände das Podium verlassen, dann schalten sich die Mikros mehr oder weniger aus. Also. Warte. Jetzt. Yes, that's it. Ja, okay. Das ist es. Sag mal, du hast dein Open-Source-Projekt angefangen und es sieht ungefähr so aus. Du bist der einsame Hacker, bist allein im Keller, arbeitest ganz allein in deinem Projekt, aber verbringst ganz viel Zeit. Und das ist ein Problem, weil es nicht sehr auf Dauer ausgelegt ist. Und da wollte ich dir lieber vorschlagen, dass ihr einer Online-Learning-Community beitretet. Da werden die Leute, die programmieren lernen wollen, zusammengebracht mit Leuten, die Code brauchen. Das ist die Community, in der ich bin, Agile Ventures. Könnt ihr einfach auf die Website gehen, ist ziemlich einfach. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, die so ähnlich sind. Wie funktioniert's? Wir haben regelmäßige Meetings. Das hier ist ein Screenshot, wo wir miteinander rumhängen und Hallo sagen und zusammenarbeiten und screensharen. Wir machen Pair-Programming und ich versuche auch immer so ein bisschen so grundlegendes Wissen über das Programmieren beizubringen. Fragen beantworten, das Onboarding von Leuten so gut Zeit geht. Also, in 4 Schritten sage ich euch jetzt, was ihr machen könnt. Das erste, was ihr tun sollt, ist ein Gruppenchat aufbauen. Weil wir bei Agile Ventures sind, benutzen wir den Slack. Man kann den Provider nutzen, den man will, aber das hier ist ganz cool. Die haben 3000 Mitglieder, das ist ganz gut. Es kommt auch immer wieder jemand Neues. Wenn ihr euch da anmelden wollt, gibt es hier rechts auch einen Link, der euch zur Sign-up-Page bringt. Dann als zweites, macht ein wöchentliches Meeting. Und ihr solltet auch so über den Zeitplan nachdenken. Unser Meeting ist mittwochs um 7 Uhr, Central European Time. Und das ist perfekt für Leute aus Europa und Afrika. Das ist auch gut für Leute aus Nord- oder Südamerika, auch wenn es da ein bisschen früh ist. Und wenn Leute gerade am Arbeiten sind, können sie wahrscheinlich nicht mitmachen. Für Asien und Australien ist das nicht so gut, denn da ist es nachts, da haben wir keine Leute. Das dritte, was man machen sollte, ist keinen Einwegcode machen. Die Leute gehen in dein Projekt rein, weil sie sich über eine Technik informieren oder ein Framework informieren wollen. Und das ist einer der wichtigsten Gründe. Und der letzte Schuss, Non-Code-Beiträge. Was ihr hier sehen könnt, ist von einem GitHub-Blog von 2016 namens The Shape of Open Source und das ist die Zahl an Contributors. Je mehr davon ihr habt, desto mehr, die nichts mit Code zu tun haben, gibt es. Das verschiebt sich in die Richtung. Und wenn du mehr Leute hast, die Kommentare machen, die Issues machen, die Pull-Requests machen, das ist was, was du alleine gar nicht erleben würdest. Und da solltest du sehr dankbar sein, wenn die Leute dir sowas geben. Oder auch Übersetzung, Dokumentation. Man sollte eine wirklich gute README haben übrigens. So, und das ist das letzte Slide. Spread the love. Alles kommt zu euch zurück. Denkt auch mal nach. Habt ihr irgendwie einen Doktor in Computerwissenschaften? Nicht jeder auf diesem Planeten hat das oder hat Zugriff auf solche Bildungsressourcen. Und wenn ihr in irgendwelchen Online-Learning-Communities den Leuten helft, das hilft wirklich. Das ist das Einzige, was wir haben, um das zu lernen. Wenn ihr Pair-Programming von uns sehen wollt, hier ist ein Link auf meinen YouTube-Channel, wo wir die ganzen Aufnahmen hinpacken. Das ist alles, was ich habe. Danke. So now next up is Santa's. Nun, als nächstes Santa's Elf Fingerprinting. Hi guys. So in light of. Hallo zusammen. So, wir haben ja erst gerade Weihnachten gehabt. Jetzt reden wir mal über Elfen. Ich bin Gilly, ein Sicherheitsforscher. Ich habe Kernel Telvia gegründet, ein Meetup in Israel. Wir diskutieren da über mehrere verschiedene Sachen. Und ja, ich könnte hier noch nach dem Kongress ein D&D laufen lassen. So, wir wissen ja alle, was Elf ist. Ein
ausführbare, linkable Datei, die auf jedem Unix-basierten Plattform läuft. Das ist ein Standard, sehr gut dokumentiert, könnt ihr hier schauen. Aber warum sollten wir die auseinandernehmen? Was wollen wir von denen? Wenn ich ein neues 11 bekomme, dann will ich das ein bisschen anschauen, weil wenn ich das angreife, dann will ich wissen, was mich da erwartet. Zum Beispiel, ja, habe ich da SLR, was werde ich finden? Und da sehen wir ja, das kartiert ein bisschen die Angriffsfläche. Und ja, was machen da die Verkäufer, die das rausgebracht haben? Dann haben wir ein Tool gebaut, Inspect 11, das ist Open Source auf GitHub, kommt der Link bald. Was wir entdecken wollten, ist alles mit so Compiler Flags und Linux in 11s. Wenn ihr das laufen lasst, dann kriegt ihr da ganz, ganz viele Sachen über Position Dependent Code, Stack Canaries, ob es gestrippt wurde und andere Heuristiken, wie zum Beispiel, ob es Googles Address Sanitizer benutzt oder die alle Abhängigkeiten anschauen wollt. Da hat es noch mehr Forschung über diese Libraries. Also da könnt ihr auch mehrere Versionierungen finden von diesen Libraries und verschiedenen Elves. Und da könnt ihr Ähnlichkeiten finden in anderen Versionen von anderen Elves, weil die Library macht da halt genau das. Und dieses Tool, ja, das schaut dann, wie ähnlich sind diese Libraries zueinander. Alles wird schlussendlich in dieses große System eingebracht, das heißt Libsearch. Falls ihr da einen besseren Namen habt, dann kommt zu mir und nennt mir den. Was wir hier machen ist, wir mappen hier ganz viele APKs und Binärdateien. So, wenn ihr so ein APK habt, könnt ihr das durch unser System laufen lassen und dann kriegt ihr da alle Informationen, wie zum Beispiel Berechtigungen, die Libraries, Compiler Flags und die Versionierung. Und wenn ihr da eine Schwäche findet, die ihr erforschen wollt, und da könnt ihr hier eine reverse Suche machen zu allen anderen APKs, die diese Library enthalten. Falls ihr Fragen habt, ja, kommt zu mir und vielen Dank. Als nächstes Alternative Keyboard Layouts. Also so, hallo erstmal. Ich bin Sohalt, underscore Sohalt auf Twitter oder meine Internetseite. Willkommen zu meinem Talk über alternative Tastaturlayouts. Als erstes kurze Geschichte. Denn Tastaturen sahen nicht immer so aus wie vorher. Das hier zum Beispiel ist eine alte Telegrafentastatur. Aber unsere Querztastaturen gehen zurück auf mechanische Schreibmaschinen. Diese Schreibmaschinen haben Hebel genutzt, um einzelne Buchstaben in das Papier reinzudrücken. Und diese Hebel konnten miteinander verklemmen, wenn man nah beieinander liegende Tasten zur selben Zeit drückte. Und deswegen wurde QWERTY so designt, dass Buchstaben und Tasten, die nah aneinander in der englischen Sprache erscheinen, möglichst weit voneinander entfernt platziert, sodass sie nicht klemmen. Auf eine gewisse Art und Weise wurde QWERTY so designt, um so ineffizient wie möglich zu sein. Mit technologischem Fortschritt, wie zum Beispiel dem IBM Typeboss Electric oder auch modernen Computern, hat man diese Hebel nicht mehr. Und so gibt es kein Risiko des Verklemmens. Aber das Layout ist so geblieben, weil die Leute halt dran gewöhnt waren. Aber es gibt auch alternative Layouts, denn natürlich haben sich Menschen Alternativen ausgedacht. Eins geht auch noch zur Zeit der mechanischen Schreibmaschinen zurück, ist aus dem späten 19. Jahrhundert und zeigt ein alternatives Layout. Aber wir interessieren uns eher für Zeug, was die Leute auch heute noch verwenden. Zum Beispiel Dvorak, Colimac. Oder meinen persönlichen Liebling Neo 2, der für Deutschsprache optimiert ist.
was all diese gemeinsam haben, ist, dass die am meisten benutzten Tasten, wie zum Beispiel die Vokale und die am meisten benutzten Konsonanten, NRTD und so weiter, in der Mitte platziert sind, sodass sie leicht zu erreichen sind und direkt unter den Fingern liegen. Was an Neo auch noch cool ist, ist, dass es mehrere Schichten hat. Auf Schicht 3 zum Beispiel hat man die ganzen Klammern, ob geschweift oder quadratisch, schön in Paaren angeordnet, was total bequem ist fürs Programmieren. Ich kann nur K-Touch empfehlen, wenn man ein neues Layout lernen möchte. Es ist kostenlos und Open Source. Aber wir müssen uns nicht nur die Buchstaben auf den Tasten angucken, sondern auch das physische Layout der Tasten. Hier sind ein paar Proprietäre. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie symmetrisch sind. Denn, wenn man drüber nachdenkt, die Hände sind symmetrisch. Und manche von ihnen haben die Tastaturen in geraden Reihen, denn die Finger sind ja immerhin gerade und nicht irgendwie komisch gebogen. Diese sind alle proprietär, die kann man einfach kaufen, aber alles ist Closed Source. Dann gibt es auch noch Open Source, die oberen beiden sind komplett Open Hardware und Open Software. Man kann die Dinger komplett selber bauen. Die unteren beiden kann man kaufen, aber die Firmware ist änderbar und alles ist Open Source. Ich habe ein Address dabei, wenn ihr es ausprobieren wollt, findet mich später irgendwo. Dann gibt es noch beklopptere Dinge, zum Beispiel Corded Keyboards, wo mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, um einen einzelnen Keystroke zu erzeugen. Oder interessante Touch Keyboards. Wenn ihr mehr herausfinden wollt, dann kann ich die Deskthority und Geekhack Foren empfehlen, um alle möglichen Informationen. Und es gibt die Bill Buxton Collection, die haben eine wahnsinnige Sammlung von Input-Devices, nicht nur Tastaturen. Slides gibt's online und diese Links sind klickbar. Also, wenn ihr mich finden wollt, ich hänge meistens in der NixOS Assembly rum. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie komme ich jetzt aus meinem Browser wieder raus? Alright, next up is RefFS. Der nächste Talk ist RefFS. The reverse SSHFS. Das umgedrehte SSHFS. So, hello. Hallo. So, if you're like me, you're Wenn ihr so wie ich seid, dann arbeitet ihr an einem Laptop, wie die meisten Leute. Die Leute reisen herum, haben ihre Daten bei sich. Und ich habe dieses Problem. Ich maintaine Zeug, ich organisiere Zeug. Wenn ihr eine Challenge haben wollt, dann habt ihr alle eure Daten bei euch, dann seid ihr irgendwo offline. Und deswegen habe ich dieses Projekt gemacht. Das habe ich auf dem CCC gestartet, wo man halt die meiste Zeit hat, um Zeug zu tun. Hier ist das Ziel. Ich möchte keinen SSH-Server auf meinem Laptop laufen lassen und dann durch irgendwelche Firewalls rausgehen müssen, um in meine Maschine wieder einzubrechen. Ich möchte einfach einen Ordner haben, den ich auf einem Remote-System einbinden kann, auch wenn ich ein VPN oder ein anderes Netzwerk habe. Wie das so ist, wenn man unter Druck ist, dann fängt man an, Dinge zu entwickeln. Und dann hat man hier so, ich habe diese libssh2, dann denkt man über praktische Probleme, man muss Dinge rüberkopieren, die Binary zum Beispiel, weil man Development und Protokolländerungen hat. Und dann denkt man sich so Dinge wie, Linux-File-Systems haben Inodes und UIDs und GID-Translation muss man auch machen. Und deswegen habe ich mich erstmal zurückgesetzt und nachgedacht und dachte mir, verdammt, ich habe gefailt, als ich da einfach so reingesprungen bin. Um die zukünftigen Ziele zu machen, muss ich redesignen und mit Leuten reden. Hey, ich habe was falsch gemacht dieses Mal. Wie würdet ihr das anders machen? Für fortgeschrittene Features wie Remote Disk Cache, bei Servern, die nicht so viel RAM haben und Terabytes von Daten handeln müssen, dann können wir nicht dauernd hin und her gehen. Dann haben wir ein neues Design gemacht. Wir benutzen Rust und keine Scripting-Sprache
und haben den Prozess in zwei Binaries gespalten. Den Exporter, der halt den Reverse Mount initiiert, und den Mounter, der auf der Serverseite läuft und keine Konfiguration braucht. Man startet ihn bloß und muss ihn einzig mal starten, jedes Mal. Dann gibt es einen Interactive Mode, den mögen manche Leute hassen ihn. Eins der Designs ist, wir benutzen Fuse auf dem Remote-Ende, was einem erlaubt, Dateisysteme von Windows zu Linux zu exporten. So kann man die Stärken von Linux benutzen, ohne darüber nachdenken zu müssen, woher man kommt, weil die Client-Binary auf jeder Plattform läuft. Wir wollen auch einen Soft-Timeout auf dem Server haben. Wenn es die Verbindung für eine Minute verliert, dann ist das jetzt wahrscheinlich gefailed. Dann räumen wir jetzt mal alles auf. Okay. Wenn ihr euch dafür interessiert, für dieses Projekt, dann folgt dem Source. Wenn ihr helfen wollt, bitte macht das. Wenn euch das nur interessiert und euch denkt, ich könnte das benutzen, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben. Dann schreibt mir eine Mail, ich würde es gerne hier und hierfür benutzen und hätte gerne diese Features. Das macht, dass ich motiviert bleibe und sehe, dass Leute das eigentlich wirklich benutzen wollen. Ganz nebenbei, ich habe ein Giveaway. Es ist ein Plüschtier. Es ist das Rust-Maskottchen. Falls das jemand will, dann werfe ich das in die Richtung. Wirft und er trifft irgendwo ins Publikum. Oh, sorry. Los, kämpft darum. Nein. Seid nett zueinander. Vielen Dank. So, die nächsten Talks bis zur Pause sind von Deutsch nach Englisch. Wenn ihr die deutsche Tonspur haben wollt, dann wechselt vielleicht auf den Originalton. Die nächsten 5 Talks sind auf Deutsch. And the instructions how to listen to the translations. Auf geht's. Let's go. Last year I was here and the Congress had the motto Tuvat, do something. And yeah, I took that and did something this year. I'm from Darmstadt and we have the same problem like many big German cities. Riding your bike just isn't safe. And it's the only type of mobility that isn't safe. Nobody who drove a car died. Nobody who used public transport died. Nobody who walked died. But biking cost 4 lives in the last 12 months. We started holding little vigils and saying, we don't accept that people who just want to go from A to B risk their lives to do so. We did that to help the people who stayed behind. And we thought about the ways to make our city better and looked where are the big problems, the main streets, the large crossings. And we made 7 goals that are both qualitative, like how does a safe intersection look? And also how many should be changed so that the politicians and the city are under pressure to actually deliver. Our recipe for success has been courage and networking. Sometimes you have to have some courage and you're going to feel the wind on your face and you have to resist that. And you have to stuff your networks, friends, family, NGOs, over 70 shops. We went out, collected signatures for a petition. We had a demonstration with families, with kids, gave them the ability to be mobile on their bikes without fear for a whole day to show them, yeah, we're changing something. We got 11,000 signatures in 3 months for a formal petition relative to the number of votes certain parties gets. If we were a party, we would be the second largest in our local parliament.
And that is, of course, respect. The last few years, the Greens and the CDUs have been in charge together, and that showed them something has to happen. Just words ain't going to help. So we got $4 million a year, four new positions in the Department of Bike Mobility, and from they're going to add these four from 2019. This total of 8 people is going to be able to make plans and get external financing, lead projects, and finally get it done. Parallel to that, we've been working with the local paper pushers how we can do those things. They say it doesn't work like that, so we sued them. Because we believe that the reasoning, we have no money, we can't do it, doesn't count. And so we're going to change that now. If you compare where we were before, like where with Hamburg, Cologne, and Munich, €3 per citizen per year, maybe 5, that's normal. You don't spend more for safe bike traffic. And then there's the front runner, Copenhagen. They're oft cited. It's between $11 and $36. And suddenly we can have our city in an international comparison. We're part of a Germany-wide movement. The same thing is happening in Berlin, mostly because of civil pressure. Now it's Bamberg, Darmstadt, and Frankfurt, and Kassel, and Stuttgart. We talk with a lot of other people in Congress. A lot of other people want to do this too. Talk to us. We're going to tell you what we did right, what we did wrong. How do we get better cities, more healthier, better to live in, easier, simpler, so that children and old people can be independently mobile, are not dependent on parents or taxi services, can reach their goals. And that's going to help everyone. The next talk is in English, or in German, and will be translated to English, and is podcasterin.org, meaning female podcasters. Or every idea starts by buying a new domain. Hello, good morning. I want to talk about the project podcasterin.org that I'm starting with Michaela Heise, and I forgot the other name, sorry. I'm just a part of a certain podcast bubble. Podcasts are white and male, and they just talk about technology. But you're gonna have to ask why. This is a simple picture from some event. There are a lot of panels that look like this. 5 to 6 men talk about podcasts. Mostly my reaction to this was going away and being sad, and asking myself, why don't women talk? On March 77th, I got angry. Very angry. I know very well it was the 27th of March, because on the 28th I bought the domain podcastrin.org. And then with Michaela and Daniela, I started to make this website. We've been online since the 23rd of December, and there are certain groups that we want to reach. We want to reach female podcast producers, non-binary podcasting persons, and female podcasters in fixed teams. It's not enough if people just make profiles and go to this website, and we hope that people doing such panels we'll go to this website and look for podcasters. And we hope that in the future, panels will be more diverse. Now I want to talk about iTunes categories. iTunes has 67 categories. Daniela Heise looked at these categories. And in the following, we made tags for our website.
iTunes, there's exactly one category that is for sexuality, and this is for all podcasts that do sexuality and relationships, and all of them have to go into this category. We made 174 texts, and 12 of them are for sexuality and relationships. This is good for people who want to talk about bisexuality and queerness, and it makes makes it much easier to find them. On iTunes, in the 67 categories, there's 8 categories for religions. It's okay if all of the religions have their own category, but why does everything from sexuality has to go into this one category? There's another thing that I found more interesting. Technology is also a giant piece of text. We have now 16 texts of 16 texts for technology, a lot of them for internet policy and so on. And we hope that a lot of podcasting people and female podcasters can find themselves in these tags. We got quite a bit of feedback already for more categories and tags. And I think we now have 177 tags. Our wish is that tweets like this don't have to happen that often anymore. This is one tweet of many that podcasters say, we would like to have more women, but we don't find them. And this is why we would like it if a lot of female podcasters would register with us and a lot of non-binary podcasters. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Dann kommt Open Legal Data. So the next talk is about Open Legal Data. Okay. Hi, I'm Saskia, and I'm a co-founder of this initiative, Open Legal Data, and we want to make the justice system more transparent with open data, with free access to legal data and laws, but also court proceedings and rulings. We want to convert or analyze all these legal data with technology tools, and with this also to make accessible for journalists and researchers all of this legal data. So the clicker, the clicker's working. So, yeah, court rulings are our main priority because they start with in the name of the people by law. They aren't really freely accessible. So to give you a visual indication here, we have proceedings and ruling. They are public, but the final sentencing with reasons are not public for normal people. This is a problem for journalists, for example, because if they want to report on a case and they want to actually read all of these ruling reasons, but then they don't really get the primary source. Or they could also try to get actually the publication of this, but that is very cumbersome. So in Germany, it's not very nice. Here we have 1.4% of all of the rulings are actually published. Even although we have that in our base law as a requirement, what even our federal court says, this isn't really happening. Only if it's the judge can decide whether to publish it or not. Published doesn't really mean also that it's freely accessible in the sense of open data, but this means that they are maybe saved in commercial databases, which of course also cost something. This is not the
problem for legal people, but maybe for more normal people like journalists and researchers like you and me. So why do we want free access? We want to have more transparency in court proceedings and the whole legal procedure. We want to be able to explain all of these things in a more aggregated sense. And yeah, because the court rulings are also an elementary part of our legal state. We think that official works such as rulings should not be in private institutions, but public money should correlate to public data. So what we are doing here is we are already collecting previously published rulings, and we are actually asking for unpublished rulings, which incurs costs. So we are we really need your help. We want you to also collect these rulings and send them to us. And also please help us construct this open data platform. You can find it on GitHub. Thank you very much for your attention. Okay. Thanks a lot. The next talk is video surveillance in a sheep pen. Good morning. I got raised in the countryside. There's nowhere a fast internet, but we have lamps. Well, now they're bigger sheep because I'm attached to my land and like to be there on the weekends. I thought I would like to see those sheep a bit more. So I bought a cheap Chinese webcam because that's the cheapest for a student like me. It can't do a lot, but it can turn. But I think, yeah, I put it in the sheep pen. It was quite easy because the sheep pen is next to the house, and I could power over Ethernet. A few birds just found their home in it as well. But then I found that the sheep are not in the pen in the summer. Well, our house has a satellite dish. We don't use that. I don't use it. But we can use it for directed RF. It now goes to the sheep pen 150 meters away. And now I can survey the sheep there. The sheep don't want that much. They don't have a union or something and are not interested in data protection. And I put a webcam there, first with a power bank, but that only held for a day. That was too little for me. And now I made it use solar. It uses this single solar panel. It was just lying around there. I don't know. I bought a solar charger regulator and a couple of cables. And in this way, the camera just worked through summer and autumn. In the winter, the connection dropped a bit, but I found a solution, as you can see here. And it's a fun side project, and I want to continue this. The goal for 2019 is I want to use wind power, solar and wind combined, to use, because the camera is offline in winter due to the low heat, low temperature, and low sun. And there's a recipe for a wind turbine that you can print yourself. Patrick Benesch is helping me with this. I'm going to build this in the winter now. And if there's more energy, then I want to warm the watering hole for the sheep, because that's a problem for the sheep. The watering hole freezes over and then the sheep can't drink and you have to change the water every day, and this would make it a bit easier for us. And also I would like to have more camera perspectives. There is easy solutions with the Raspberry Pi. I want to play around with this. And if this works, and it works in a sensible way, then I want to make the Shafi cam to help you to get to sleep. So if you're home and you don't have sheep on your own, then you can watch this and count sheep. I will talk about this in the next year
if this works. If you want to help with solar and wind, then just contact me. Or if you have weird ideas how to extend this, just ask me. The sheep are having fun with this. I do as well. Thanks. Vielen Dank. Thank you. Now it's Chaos Bots. Do both work? Yeah, hello. My name is Watts. That's Grunter. Oh, perfect. We want to talk about the Chaos Bots. So, if you want to found a Chaos Treff or a Chaos Adjacent group, but you have no idea how to do that in the CCC, or who you talk to, and you just want some info, you want to connect, or whatever, you've got questions you need answered, then Chaos Bots. The bot doesn't mean rescue, but a robot, but Botschafter, which translates to ambassador. Where do you get him? Where can you find him? There is the regional CCC page, where you can see the local clubs and meeting places. And right now it looks like this. It looks pretty good, but there are various white spots on the map, and you can do something about that. And found a Chaos Treff or whatever. You can see where your closest regional Alpha or Chaos Treff is, and you can just ask them, like, yo, how do I found a corporation? How do I get cheap Mate? So there should be a Chaos Bot there. If that's too complicated, you can do this. Send an email to the Chaos Treffs mailing list. It's relatively simple if you follow these rules. First, send a mail to Chaos Treff subscribe at list.ccc.de. Get a confirmation mail, and there's a little line in there that says reply to this. And other than that, don't change anything. If you do that correctly, then all of a sudden you're on chaostreffs.net and you can send an email there. You can reach pretty much all AFAs and Chaostreffs. And you can pose questions like, I'm close to Paderborn, where's the next AFA, Chaostreff, or someone who I could talk about the CCC with. So, anything else? IRC? We have an IRC channel called Regio in Hackint. You can just join that. Hackint has a web IRC thingy, so you can just go to irc.hackint.org, and you don't need a client or anything, just in your browser, and go to the channel Regio, and you should be there. Aside from that, Granja is going to tell you what a Chaos Bot does. So, if this is too boring for you because you have your Alpha and your Chaos Treff, then you're very much invited to become a Chaos Bot. Right now, we have a list in our wiki. You can add yourself if you're missing something, or you can find other Chaos Bots. So, what's really nice is if you're established in your local Alpha, then once a month you drive somewhere else or for a job or visit other people, and there's a small Chaos Treff or nothing, and you can offer help, see if they can become an Alpha, see if they know what Chaos is, and how can you better network them with all the Chaos in Germany. There's this list in the wiki, and it's doku.ccc.de/chaosbot. And there you can find more information, what the Chaos Bot does, should be able to do, and how to best adapt to your new role.
there will be a password. They want a password, but you can get a password for the DokuWiki from our colleagues. That's it. Okay, thank you. We continue with the next talk. Force Asia, the 10-year journey. Deutsche Übersetzung der Lightning Talks. Wir sind Eskarina, Ben und Sex. Ja, viel Spaß mit right. unserer Übersetzung. Yes, hi everyone. So you have the clicker. Yeah. All right, sure, that's right. So yes. So hi everyone. I'm Weitat. I'm from Singapore. I'll be taking place Hong Fook. She had a very exciting past 3 days, so she's slightly sick. Yeah, so I'm taking over her. Yeah. So So Force Asia is created and founded in 2009. So we have actually been contributing to a lot of open source projects, creating and things like this. So these are some of our contributors. So the community is very big. Consists of international communities, places from Singapore, India, and so on. And we also collaborate with makerspaces. And these are some of our projects. One of it is a personal assistant, Susie. So it's on my hand right now. I can pass this around later on. So it's built with Raspberry Pi. Yeah, it's a very straightforward open source voice assistant. We have projects like the PS Lab IO. Which is we'll talk about it later on. And so these are some of our events, upcoming events. One of it is our main largest event, which is held in Singapore, Open Tech Summit. So these are some of actually open source throughout the whole community and the entire world, especially in Asia as well. Yeah. If you're interested, you actually can just come along, see the website. So 2009 was the first meetup. In 2009 war das erste Meetup. Und in 2010 hatten wir das erste Debian-Meeting. Und da ging es um Debian. In Bangkok hatten wir dann 2011 noch ein Treffen. Learning by Doing war das Thema. Und in 2012 hatten wir das erste Open Source Hotel. Alles war komplett neu und. Und wir benutzen Open Source, um das Internet zu machen. Wir hatten dann auch in Schulen Science Hack Days, überall in Vietnam. In 2014 hatten wir dann auch unsere erste Partnerschaft. Das ist dann. Das ist eine der ersten Versionen von PS Lab. Das kommt dann im nächsten Talk noch mehr. Und 2015 haben wir dann ein großes Event in Singapur gemacht. Das wird jetzt jährlich abgehalten. Tauschen wir uns aus über Open Source und 2016 hatten wir dann auch ein großes Event und da haben wir uns an Schüler gerichtet, um uns über Coding und ausgetauscht haben und da waren vor allem erfahrene Developer, die das unterstützt haben. Dann haben wir noch andere Events in Indien, zum Beispiel so ein Hack Day. Da können die Leute einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Wir haben auch einen Open Source Laser Cutter. Hier zum Beispiel einen Open Source Laser Cutter, den kann man auch einfach mal ausprobieren. Und in 2017, also letztes Jahr, waren wir auch hier. Und wir sind auch sehr aktiv in der Open Source Community und in der Maker Community. Jetzt das PS Lab. Das ist ein Projekt, das wir wirklich selber vorantreiben. Mit der Community. Das ist jetzt kommerziell erhältlich. In Korea seit jetzt einigen Monaten. Und dieses Projekt macht diese ganzen wissenschaftlichen Instrumente verfügbar in einem einzigen Gerät. Und das verbindet man dann mit seinem Android-Telefon oder Smartphone. Hier ist eine kurze Übersicht über die nächsten Events, die nächsten Termine, die anstehen für uns.
natürlich erstmal in Brüssel, Potsdam im Februar, dann im Oman später im Februar, Mitte Februar. Ja, dann in Singapur im März und im Mai nochmal in Berlin. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alright, I've seen this somewhere. So, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Go ahead. Und los geht's. Ja, vielen Dank. Ich habe die Ehre, hier über das PS Lab zu reden. Mein Name ist Mario und ich verbringe auch sehr viel Zeit in Asien. Und diese Pocket Science Lab hat eine Community, die weltweit ist. Und es ist ein kleines Labor im Taschenformat und es ist eigentlich eine Hardware-Plattform. Und ich bin immer verwirrt, wenn ich den Begriff offene Wissenschaft oder Open Science höre, weil das eigentlich immer die Wissenschaft sein sollte. Und was ist das jetzt? Das ist Hardware und die hat eine Vielzahl an nützlichen Messmöglichkeiten. Wir haben auch eine Desktop-Applikation, also für einen Computer, die ist in Python geschrieben. Und das lässt sich dann seriell mit unserer Platine verbinden. Es gibt verschiedene Pins auf dieser Platine, über die man sich verbinden kann. Und hier kann man eine Vielzahl an Messungen durchführen. Hier ist ein Bild, beispielsweise mit der Smartphone-App. USB treibt hier auch das Gerät an, also Power over USB. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier ein paar Details mit dem Oszilloskop, mit einer Stromversorgung, mit einem Multimeter, mit einem Wellengenerator oder einem Signalgenerator. Und wir fügen da schrittweise immer mehr hinzu. Einige Instrumente können dann auch die Sensoren aus dem Handy benutzen, zum Beispiel den Beschleunigungsmesser. Und wenn man irgendwas noch implementiert haben möchte, könnt ihr euch gerne bei mir melden oder bei uns melden. Und wir veröffentlichen meistens alle ein, zwei Wochen Updates zu unserem Projekt. Und wir sind da sehr aktiv. Also es passiert sehr viel. Wir arbeiten da seit 3 Jahren dran und wir unterstützen Bluetooth. Ah ja, genau. Wir hatten verschiedene Formfaktoren. Erst dachten wir, dass wir mit dem Atmega anfangen und wir wollten auch diesen Formfaktor beibehalten. Aber jetzt die neueste Version benutzt Bluetooth über den ESP und dann natürlich auch WLAN. Und wir benutzen sehr viele kleine Gadgets und Startmöglichkeiten für Neulinge. Und so sieht das Ganze dann am PC aus. Da sieht man dann auch mehr über die wissenschaftlichen Experimente, die man machen kann. Und ein Ziel für die Zukunft ist dann, das Ganze auch einfacher zu installieren zu machen. Jetzt gerade ist das schon sehr auf Linux zugeschnitten. Ich habe auch Leute gesehen, die es auf Windows laufen lassen, aber das ist nicht so einfach in der Installation. Und das wollen wir wirklich einfacher machen. Jetzt ist ja die Situation, dass gerade viele Schulen mit Windows laufen und das können wir nicht so einfach ändern, deswegen müssen wir uns da anpassen. Und der Background wurde gerade in PhosAsia schon dargestellt und wir arbeiten mit dieser PhosAsia Community zusammen und außerdem in Deutschland und in den US. Also sehr viele Leute weltweit arbeiten hier mit und das sind jetzt ähnliche Folien wie vorhin schon, aber wir haben auch kommerzielle ausgerichtete Organisationen mit drin, zum Beispiel die Startup Factory von Fraunhofer hier in Deutschland. Es ist also nicht nur ein Community-Projekt, man muss das ja auch irgendwo herstellen lassen und das kostet Geld. Man muss jemanden hinschicken, der sich dann mit den Herstellern auseinandersetzt. Das ist jetzt ein großer Vorteil für uns, dass wir hier solche fähigen Leute dabei haben. Wir haben natürlich auch Leute in Asien und das ist ein super Vorteil, weil die meiste Herstellung dort stattfindet. Und hier in Deutschland, wie gesagt, Fraunhofer. Und die können sehr viel Designverbesserungen vornehmen und die können das zuverlässiger machen, auch langfristig die Lebenszeit erhöhen und damit die Umwelt besser schützen und Ressourcen besser ausnutzen. Wir produzieren in Shenzhen und haben sehr viel gelernt.
Ich kann hier nicht in alle Details eingehen, aber ich teile danach die Folien. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne mit uns kommen. Wir teilen dann auch sehr gerne. Und ja, wir haben da sehr viel Feedback auch von Bunny bekommen, der schon öfter hier auf dem Kongress geredet hat. Und die meisten Leute, die länger dabei sind, die arbeiten dann auch als Mentoren. Hier ist jetzt ein kleines Bild, wie die Bauteile geliefert werden. Und teilweise sind die eben fehlerhaft, die Bauteile. Das muss man berücksichtigen. Ja, wir haben also sehr viel gelernt. Wir haben hier eine Roadmap, also was jetzt als nächstes passiert. Wir wollen zum Beispiel ein Wet Lab, also ein biologisches Labor eher. Und ja, bitte redet mit uns, wie wir zusammenarbeiten können. Ihr könnt eure eigenen Apps bauen und ja, benutzt es. Wir haben ein paar hier im Workshop. Bitte kommt einfach vorbei und probiert es mal aus. Und ja, lasst uns zusammenarbeiten. Vielen Dank. Alright, next up is Software Accessibility. So, als nächstes geht um Software Accessibility. Was könnte möglicherweise nicht klappen? Alright, we have to talk about Software Accessibility and what possibly can go wrong. As I'm a visually impaired person, like I'm often stumbling upon errors that projects have implemented, and those are mostly unnecessary. So today I will actually present to you my top five problems that I encounter in my everyday life. First example is an image description. You'll notice that images are often described. And in those alt information, you often find information that is actually not relevant for the picture itself. So it's very important to keep those descriptions to the essential information that is actually referring to contents of the image, and also prioritize most important information at the very beginning of the description. Well, now, let's look at more problems. The user interface needs to actually be constructed in a way that it makes logically sense. And it's important to label all elements in the interface well and localize the labels in a good way that not languages get mixed, because that's happening very often, and this is extremely confusing for a visually impaired person. So what's also confusing is a change of focus for the user when navigating the app. As an example, let's look at the Spiegel on the right. There's an icon upper right in the upper right corner, but this doesn't make sense to the normal user. And although some of the companies actually mention an understanding of accessibility as a requirement in their job posting, this is actually not well represented in the products that I've seen. On social media, you can often describe pictures with information, but unfortunately, for example, in the accessibility menu of Twitter, those functionalities are pretty hidden, like deliberately hidden, because it's assumed that those are not really relevant features. And sometimes those features are even deactivated on default. And what really makes sense is to make users aware of those and give them the opportunity and possibility to enable them, or even have them proactively enabled. So what I would recommend is that you first of all have a look at the operation system and see if this is potentially already implemented and you can get the feature from there as a developer. Let's go on with the redundant information that is actually happening very often. For example, here again, Spiegel Online, you'll see in the middle a headline, and in fact the same information can be found in the image alt information.
So this is kind of redundant. And if I'm hearing the text, this is kind of a doubled input that is totally redundant and unnecessary in this context. And if this is taken to a even more excessive level, then it could even happen that such an app is totally unuseless for me as an impaired person. And if we take now a look at communities, like community platform organizing solutions, if changing a community from one platform to another one, it should be a focus how well those can be used for impaired persons. For example, like Telegram is a pretty well spread platform, and if you're changing your community to such a platform, you should definitely ensure that this is accessible also for visually impaired people, to not exclude them. And some people also use screen readers, which is another technological barrier. And this should also be considered when designing platforms and solutions. Yeah, please get in touch with me. I'm always happy to hear your thoughts. And thanks for listening. Hello everyone. Hallo. Mein Name ist Dimitri. Ich spreche darüber, wie man einen Einblick bekommt bei der Textanalyse mit Netzwerken. Es gibt die Infranodus App, die online open source erhaltbar ist auf GitHub. Wenn ihr auch mitarbeiten wollt, könnt ihr mich das auch gerne wissen lassen. Alles, was ich heute sage, wird hier auf dem Graphen angezeigt. Ich hatte leider keine Zeit, es als PDF einzubetten, also zeige ich hier meine Slides. Jedes Wort wird als Knoten repräsentiert und jede Verbindung zwischen Wörtern ist das Erscheinen von beiden in einem Satz. Um das besser lesbar zu machen, können wir dieses Layout benutzen, bei dem die verbundeneren Wörter auseinandergebracht werden. Und in dem Graphen wird farbig markiert, welche Knoten mehr näher beieinander sind, besser verbunden sind. Man kann schon sehen, dass es verschiedene Themencluster gibt. Also es ist sozusagen eine erweiterte Version von TechCloud. Aber man sieht nicht nur die wichtigsten Wörter, sondern auch in welchem Kontext sie auftreten. Man kann zum Beispiel sich ein bestimmtes Thema angucken. Man kann auf bestimmte Knoten oder Wörter gucken und ihren Kontext sehen. Kann man auch zum Beispiel mit Videos machen und dann zum Beispiel mit Untertiteln. Dann kann man sich Teile der Subtitles angucken, der Untertitel, und gucken, wo sie auftreten und in welchen anderen Videos sie auftreten. Es gibt Knoten, die am größten angezeigt werden, sind die mit der höchsten Zwischenzentralität. Also gibt es Wörter wie erwähnen, die nicht häufig erwähnt werden, aber häufig auf dem kürzesten Weg zwischen zwei willkürlich gewählten Worten auftreten. Was man auch sehen kann von der Struktur des Textes, ist die Netzwerkstruktur eines Diskurses. Hier sieht man, dass die Struktur sehr divers ist. Also es gibt verschiedene Themen, die verschieden voneinander sind, aber immer noch verbunden sind. Poetry often is, it just presents us ideas for us to fill in the gaps, and it's nice that you can see it using this kind of tool. Hier sieht man zum Beispiel
eine Konversation verschiedene Ideen sind. Und das kann man sehr gut mit diesem Tool sehen. Kann auch zwei solche Nachbarschaften finden, die nicht miteinander verbunden sind. Und dann kann man versuchen, herauszufinden, wie sie miteinander verbunden werden können. Hier wird zum Beispiel gefragt, wie Four-Structure Layout mit Clustering verbunden ist. Dann sind eben diese Lücken in der Struktur neue Ideen. Man kann auch eine schöne abstrakte Visualisierung da Gedanken machen. So ist etwas denken, eben eine neue Konstellation kreieren und die eben mit diesem Graphen raus in die Welt zu bringen. Also dieser Graph zeigt so ein bisschen, wie Gedanken auch funktionieren. Ich habe auch ein Treffen in M2. Also M2 ist nicht wie in den Slides, in denen M3 steht, um 15.10 Uhr. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da sehen werde und vielen Dank. So, it's M1, not M3. So, it's M1. Das Treffen findet in M1-3. M1 stand nicht M3. Go. Hello. Hallo. Also Klimawandel ist real und manchmal, wenn wir darüber zu anderen sprechen, müssen wir ein sehr konkretes Argument vortragen. Einfach um die verschiedenen Feedback-Möglichkeiten zu nutzen. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden die zusammengenommenen Effekte dieses Klimawandels extreme Folgen haben. Und langfristig gesehen die Lebenserwartung pro Jahr senken. Zum Beispiel, wenn wir uns die Polarkappen ansehen, dann reflektieren die Hitze und die Sonnenstrahlen. Und das Methan, das immer weiter in die Atmosphäre gepumpt wird, das führt dazu, dass diese Kappen in der Tat schmelzen. Und es gibt da auch weitere Beispiele, die Waldbrände, die Abholzung von Wäldern. Es gibt weniger Holz, es gibt weniger Essen. Menschen bauen immer mehr Wald ab, um mehr Essen produzieren zu können. Letztendlich ist das ein Teufelskreis. Und wenn man sich die Nachrichten anguckt, 2014, 2015, 2016, und selbst 2017 war gesagt, dass es das letzte, das heißeste Jahr war. Und naja, welch Wunder, 2018 war wieder das heißeste Jahr in den Messungen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Klimawandel ein messbares Phänomen ist und tatsächlich vorkommt. Und wir als Hacker müssen uns hier zusammenschließen und auf diese Entwicklung aufmerksam machen und eine gemeinsame Argumentationslinie entwickeln. Also, man guckt sich jetzt mal Bangladesch an. Extreme Auswirkungen dort. Die Hurricanes im Atlantischen Ozean. Immer mehr Hitze, immer mehr Energie ist angesammelt. Und dieser Hurricane findet statt. Also das ist quasi mit simpler Physik zu erklären, wenn der Druck dort immer mehr steigt. Und Afrika ist natürlich auch extrem betroffen. Immer mehr Dürre hält dort Einzug. Und auch in Syrien sehen wir dort Effekte des Klimawandels. Die Menschen, die müssen flüchten. Fluchtbewegungen haben auch extrem viel zu tun mit dem Klimawandel. Letztendlich ist das ein Auslöser für weitere Migrationswellen in der Zukunft. Und manchmal hört man ja, hier so im Norden, Schweden, hat da jetzt keine große Auswirkung vom Klimawandel zu fürchten. Was aber Quatsch ist, weil es sind eben indirekte Auswirkungen. Und ja, man
Also einerseits indirekte Auswirkungen, aber auch direkte Auswirkungen, also Hitzewellen. Es gibt da unzählige Beispiele. Und ich möchte hier aufmerksam machen auf eine Graswurzelbewegung von Menschen, die eine Zivilbewegung organisieren und versuchen, auf den politischen Raum einzuwirken. Und vielleicht können wir sogar Politiker selbst werden. Also zum Beispiel hier ist Julia Reda. Das ist die Präsidentin der Jungen Piraten von Europa. Und das ist so ein bisschen mein Beispiel jetzt hier dafür, dass wir als Hacker auch politisch werden sollten und auch in die Parlamente Einzug halten sollten. Insofern, wenn ihr euch hier mit Open Source und anderen Technologien beschäftigt, geht doch auch einfach mal zu eurem Parlament, sprecht mit den Politikern, tragt dort Forderungen vor. Insofern, dass also dieses freie Softwarebewegung sollte auch politisch werden und die Technologie nutzen, um sich mit Klimawandel zu beschäftigen. Ich lade euch dazu ein, zu einer Sitzung heute hier, Hacker gegen Klimawandel. Und ja, wenn ihr irgendwie erwartet, jemand sollte irgendwas tun gegen Klimawandel, dann wartet nicht länger, sondern nehmt selbst das Heft in die Hand, weil sonst ist es einfach zu spät. Insofern nochmal der Hinweis, dieser Klimawandel ist real, er findet statt und es ist wirklich dringend notwendig, dass wir uns darüber austauschen. Kommt zu unserer Sitzung, zu unserer Session nachher und es betrifft uns alle. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes kommt ein sehr, sehr langer Titel. Eine offene Hard- und Software-Kamera für 3D-Applikationen. Ah ja, in Verbindung mit einem neuronalen Netzwerk als Auswertungsebene. Hello. Where are you? Hallo, der Sprecher fehlt, also der Vortragende. Möchte jemand einen sehr interessanten PowerPoint-Karaoke-Talk jetzt geben? Das ist in dem Fall eine echte Herausforderung. Aber immerhin sind viele Bilder drin. Offensichtlich ist der Vortragende nicht da, also gehen wir einfach mit dem nächsten, machen wir einfach mit dem nächsten weiter. Und hier geht es darum, warum wir GNU Linux auf mobilen Geräten brauchen. Und mir wird gerade klar, dass es nur eine einzelne Folie ist. Gab es da noch ein Update? Das ist jetzt sehr unprofessionell von mir, aber irgendwas muss ja auf jedem Kongress schief laufen. Also kam das per Mail oder ist es im System? Also ich kann das jetzt vielleicht groß zeigen, dass mit den Lightning Talks funktioniert so, dass man hier auf dieser Adresse die Sachen hochladen kann und da kann man auch alles sich nochmal anschauen. Hier haben wir einen Zeitplan, weil das eine relativ kleine Konferenz ist und ja, wir benutzen jetzt das. Nein, das hätte gerade sein sollen und weil der nicht aufgetaucht ist, haben wir jetzt 5 Minuten. Und weil das, wie ihr gerade gesehen habt, sehr viele Vorträge sind und jeder einzelne davon sehr, sehr viel Arbeit ist, einmal bitte einen Applaus für alle Vortragenden, die sich diese Arbeit gemacht haben. Und für die Berater hier, das heißt ein Single Point of Failure oder ein einzelner Bruchpunkt. Okay, der Talk. Dann geht es jetzt mal um Linux auf Mobilgeräten und warum wir es mehr brauchen denn jemals zuvor. Also so sieht der Markt für mobile Betriebssysteme aus. Und egal, je nachdem, wie man fragt, haben wir 10-20% iOS, der Rest ist Android. Was anderes gibt es nicht wirklich, also nicht signifikante Marktanteile. Jetzt lass uns iOS einfach komplett überspringen. Und Android ist ja an sich Open Source. Aber es ist nicht so einfach. Lass uns mal anschauen, warum. In der letzten Entwicklung sind immer mehr wichtige Bestandteile in Google Mobile Services eingegangen. Das ist proprietary, also Google Software, in die man nicht reinschauen kann. Und jedes Gerät hat seinen eigenen Linux-Kernel und alle Open-Source-Bauteile sind unterschiedlich auf jeder einzelnen Geräteklasse.
Und sehr viel ist da einfach weggesperrt. Also einmal ist es sehr fragmentiert und zum anderen ist es nicht zugänglich. Das muss für jedes Gerät einzeln angepasst werden. Und wir haben einfach kein funktionierendes Android-Gerät, das nicht irgendwie proprietäre Software verwendet. Also immer, wenn man ein komplett freies Gerät haben möchte, muss man irgendwas weglassen, zum Beispiel WLAN. Und das nächste große Problem mit Android ist, dass es Google gehört. Natürlich möchte ich jetzt hier nicht sagen, also ich möchte nicht so streng sein, Google ist nicht per se böse, aber Google ist sehr mächtig und eine Privatfirma. Und was wir sehen und 2016 gelernt haben, ist, dass Google an einem neuen Betriebssystem arbeitet, das heißt Fuchsia mit dem Zirkonkernel. Und das ist potenziell sehr, sehr gefährlich. Gefährlich für die Art, wie mobile Betriebssysteme jetzt gerade funktionieren. Weil dieser Kernel, der ist nicht öffentlich, also der hat keine Open-Source-Lizenz. Man kann Dinge daran verändern, aber man kann die Veränderungen auch einfach geheim halten, die man daran gemacht hat. Das heißt, man kauft ein Gerät und hat keine Ahnung, was geändert wurde. Jetzt bei jetzigen Android-Geräten hat man einen Referenzkernel und kann selber überprüfen, was verändert wurde. Und das ist eine Riesenhilfe. Und lass uns da mal drüber nachdenken, was passiert, wenn wir das ist im Endeffekt wieder die gleiche Geschichte wie bei iOS. Also das könnte dazu führen, dass Android sich zu iOS verwandelt. Und das könnte potenziell sehr gefährlich sein. Also wir haben proprietäre Software, in die der User nicht reinschauen kann. Und wo geht es jetzt weiter? Wir müssen das ersetzen mit irgendetwas, was wir schon kennen und mögen vom Desktop. Und das ist einfach Linux. Schauen wir uns jetzt mal ein paar interessante Projekte an, die das leisten könnten, die uns dahin führen könnten, dass wir ein ordentliches Linux auf Mobilgeräten haben. Eins davon ist Unbox. Das ist Android in einer Box. Das erlaubt, dass man in einem normalen Linux Android-Apps laufen lassen kann, ohne einen riesigen Overhead, ohne dass es langsam wird. Also wenn man jetzt ein paar Apps hat auf seinem Handy, die man nicht verlieren will, dann erlaubt Unbox einem, diese Apps einfach weiter zu verwenden, ohne dass man jetzt sehr viel Arbeit und Mühe verliert, die da reingesteckt wurde. Ein anderes, das es uns erlaubt, Android-Hardware mit Linux zu benutzen, ist das Halium-Projekt. Das Halium-Projekt kreiert oder erzeugt eine Abstraktionsschicht, die einheitlich ist, damit die Linux-Systeme mit Android-Treibern laufen kann. Das ist jetzt statt der Clip-Bibliothek eine Bionic-Bibliothek. Und das ist ein kollaborativer Ansatz, um die Arbeit zu erleichtern. Das sind jetzt zwei neue Betriebssysteme, komplette, die derzeit entwickelt werden. Ubuntu funktioniert jetzt schon als Daily Driver, also sollten keine größeren Bugs mehr drin sein. Natürlich muss man ein wenig leiden wollen, ein wenig Masochist sein, aber man kann es im täglichen Leben benutzen. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es kommt dahin. Das sind jetzt zwei kommerzielle Geräte, die gerade entwickelt werden. Purism ist eine Firma, die sich darauf konzentriert, ein komplett Open Source Smartphone zu entwickeln. Und Pine ist ein Raspberry Pi ähnliches Gerät, das sich auch in ein Telefon erweitern oder umbauen lässt. Also das ist jetzt eine Übersicht an Links zu einigen Projekten, die uns potenziell sehr helfen können auf unserem Weg zu einem freien Mobiltelefon. Also wer Zeit hat, geht da bitte ein bisschen drauf, weil dieses neue Google-Projekt Fuchsia potenziell sehr gefährlich ist für unser tägliches Leben. Vielen Dank. All right, then next up is not this one, but Women in Cybersecurity Community Amsterdam. Als nächstes kommen Frauen in der Cybersecurity-Gemeinschaft in Amsterdam. Hallo. Hallo alle. Ich bin hier, um euch eine kurze Einführung in Wicca zu geben, also eine Community für Cybersecurity in Amsterdam.
Also in den nächsten 5 Minuten werde ich über wer, was, wo und warum reden. Offensichtlich gibt es einen Mangel an Repräsentation von Frauen in der Internet Security Gemeinschaft und in Informatik generell oder Programmierung. Vor kurzem war ich in Brüssel in einem Tech-Event nur für Frauen. Und das war was komplett anderes als bei anderen Events mit Männern zusammen. Und es waren eben nur Frauen und das war wirklich komplett verschieden so von der Atmosphäre. Und es war recht cool. Und deswegen habe ich dann für rein weibliche Gruppen geguckt in Amsterdam oder in den Niederlanden und habe dann bei Freunden gefragt und habe mich umgeguckt und es gab aber nichts. Es gab mal eine Gruppe, aber die ist nicht mehr aktiv. Dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich entschieden, meine eigene zu gründen. Und so wurde Wicca geboren. Das ist unsere Seite. Ich habe das mit einer Freundin gestartet. Und es soll eben einen Raum geben, in dem sich Frauen treffen können, um über Infosicherheit zu reden. Und wer sind wir? Es gibt Andrea Sterer und sie ist eine Sicherheit-Consultant bei Deloitte und dann eben noch mich, Valentin Mariette, und ich arbeite als ein ethischer Hacker bei KPN. Also, was ist unser Ziel als Wicca? Wir wollen einen Kreis für Frauen in Infosicherheit in den Niederlanden. Wir wollen einen sicheren Raum, um sich zu treffen und zu lernen. Und ja, wir mögen auch schlechte Krypto-Witze und wir treffen uns gern. Und obwohl die Hauptgruppe Frauen sind, wollen wir sagen, dass wir einen Raum für alle geben wollen, die sich, die einen sicheren Raum suchen und vielleicht etwas fernab von der Hauptcommunity. Das ist unser erstes Treffen. Da werden wir über Machine Learning Herausforderungen sprechen und Open Source Intelligence Sammlungen. Ja. Bitte, wenn ihr Lust habt, kommt und präsentiert eure Forschung oder macht schlechte Unix-Witze. Ja, vielen Dank. Das war recht kurz. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr uns auf Twitter kontaktieren oder auf der Webseite. Und ja, ich hoffe, das hat euch angesprochen und vielen Dank. Also bewegen wir jetzt mal den Browser weg. Ich möchte nicht, dass ihr meine Bookmarks seht. Das nächste ist jetzt OpenID, ein Authentifikationsmechanismus. Yeah, good day everybody. Hallo jeder, mein Name ist Benny Bortz und ich möchte euch Authentifikation mit OpenID Connect beibringen. Also fangen wir mal an. Wie funktioniert Authentifikation im Netzwerk eigentlich heutzutage oder im Internet? Also man versucht seine Applikation mit einem Proxy zu beschützen oder einem Reverse Proxy. Und dieser Proxy ist damit, also der soll die User authentifizieren und die Daten beschützen. Das hat ein paar Nachteile. Man muss das sehr eng koppeln. Die Entwickler müssen die Sicherheitsinfrastruktur kennen und das könnte ein Problem sein, wenn es jetzt darum geht, die Privilegien ordentlich zu managen. Und jetzt gehen wir gleich zu OpenID Connect. Es geht darum, Autorisation basiert auf OAuth 2 und JWT
umzusetzen. Und wir benutzen REST bzw. JSON-Datenströme und wollen damit einen sicheren Weg bereitstellen, um signierte Tokens zu verwenden. Hier ist auch ein Link, wo man die Spezifikationen nachlesen kann. Jetzt, wie funktioniert es? Das ist jetzt eine sehr abstrakte Darstellung, wie es funktioniert. Normalerweise haben wir den Identitätsprovider, der stellt sicher, dass man wirklich der ist, der man vorgibt zu sein. Und dann hat man den Service. Und der User, der möchte die Applikation benutzen oder darauf zugreifen. Und die Applikation sieht, ich kenne dich noch nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Dann geht er auf den Identity Provider zu und da muss der User sich dann identifizieren. Und wenn das funktioniert hat, wenn er nachweisen konnte, wer er ist, dann kriegt die Applikation einen Autorisierungscode zurück. Auf dieser Basis wird dann das Token erstellt. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr auf die Details ein, wie so ein Token aussieht. Normalerweise sind diese Tokens per HTTP übertragen und in Basis 64 kodiert. Und das kann man online machen oder mit Libraries. Und ja, man bekommt halt solch eine JSON-Datei oder einen JSON-Text. Und jede Web-Applikation kann das eigentlich auch lesen. Und da kriegt man dann jede Information, die man so braucht, um die Applikation machen zu können. Alles, was die Applikation braucht, und das ist eigentlich alles zum Token. Und wofür braucht man das? Das kann man auf dem Handy benutzen oder in mobilen Anwendungen. Es gibt schöne Services für die Informationen über die User. Wenn man also Informationen über den User braucht, dann kann man die bekommen. Und man kriegt eine Zustimmung von Usern. Also wenn man jetzt gerade Web-Apps online benutzt, dann kann man der Applikation erlauben, gewisse Daten zuzugreifen oder auf gewisse Daten zuzugreifen und das auch zu benutzen. Und damit kann man Web-Developer oder Web-Entwickler unterstützen, neue Dinge zu entwickeln, ohne die genauen Identitätsnachweise zu kennen. Was braucht man, um das zu können? Wir haben hier jetzt eine kleine Übersicht mit drei Links. Und da gibt es ein Start-Tutorial, ein Getting-Started-Guide. Wenn man dem folgt, dann ist man eigentlich schon ganz gut aufgesetzt. Und dann gibt es aber eine Menge Entscheidungen zu treffen, welche Entwicklungssprache, zum Beispiel PyOIDC. Also hier ist eine Liste von Entscheidungen, die man treffen kann, welche Sprache man benutzen will, welche Proxys man benutzen möchte. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie sich das anfühlt, wie es aussieht, dann könnt ihr dieses Beispiel hier nutzen. Das benutzt jetzt gerade noch Google, nur als Beispiel. Also ein bisschen aufpassen, weil es Google ist, aber man kann es mal ausprobieren, wenn man ein bisschen aufpasst. Und ja, das sollte alles gut funktionieren. Vielen Dank. Next talk is Mathematicians plus Ethics equals Error 404. Im nächsten Talk geht es um Ethik und Mathematik. Thank you. So my name is Danke. Maurice Kyoto. Mein Name ist Maurice Kyoto. Ich bin ein Postdoc in Cambridge. Und in meiner Freizeit versuche ich Mathematikern zu erzählen, dass sie sich richtig benehmen sollen. Was meine ich damit? Mathematiker spielen eine wichtige Rolle im Design von vielen wichtigen Funktionen in verschiedensten Organisationen, zum Beispiel in Google, was entscheidet, was du im Internet siehst, Cambridge Analytica, welches influenced, wie man wählt, Tinder entscheidet, wen man, Amazon entscheidet, was man kauft, deine Bank entscheidet, wo du bei der NSA sieht sowieso alles und Facebook weiß alles über dich. Und trotzdem bekommen Mathematiker kein bisschen ethisches Training. Niemand erzählt ihnen jemals, dass sie darüber nachdenken sollten,
wie ihre Arbeit sich auswirkt. Seht ihr ein Problem? Also wie reagieren Mathematiker darauf? Ich würde euch gerne erzählen, dass sie sich damit befassen, sich überlegen, dass ihre Arbeit wirklich wichtige Implikationen hat und sich damit befassen und überlegen, wie man damit handeln könnte. Und ihre eigentliche Reaktion ist etwas sowas. Ich möchte es nicht hören, ich möchte nichts darüber wissen, bitte geh weg. Seht ihr ein Problem? Ja, also ich habe ein Problem gesehen. Hier sind zwei Beispiele. Mathematiker denken normalerweise nicht darüber nach und kümmern sich nicht um den Impact ihrer Arbeit. Sie sagen eher, ich mache doch nur Mathe. Ich habe gefragt, was würde passieren, wenn du einen schnellen Faktorisierungsalgorithmus finden würdest? Würdest du ihn veröffentlichen? Und der Mathematiker sagt, natürlich, sofort. Und meine Frage, verstehst du, was passieren würde, wenn du es einfach veröffentlichen würdest, ohne mit Warnung? Und die Antwort war, ich habe das Recht, das zu veröffentlichen. Es ist jedermanns eigener Fehler, wenn er RSR benutzt, und das ist nicht mein Problem. Das ist ein Problem. Das ist eine Gemeinschaft, die kein wirklich Verständnis dafür hat, dass ihre Arbeit manchmal ernsthafte Folgen hat und auch schlechte Folgen. Also Mathematiker in der akademischen Welt kümmern sich nicht wirklich darum, haben keine Zeit. Und die Frage war, denkt ihr, man sollte Mathematikern Ethik beibringen? Okay, die Antwort, niemand sonst macht das, warum sollte ich das machen? Außerdem geht es da ja um Meinungen. Wir können Ethik doch nicht an Mathematiker beibringen, weil es sind keine Formeln, es sind keine Axiomen, es sind Meinungen. In Mathe reden wir nicht über Meinungen, wir reden über Wahrheiten. Okay, denkst du, ich könnte Ethik an Mathematiker weitergeben? Antwort, ich denke, deine Zeit wäre besser genutzt in Forschung. Also es wird, niemand möchte es beibringen und es wird auch nicht hervorgehoben, dass jemand anders es beibringen sollte. Also wenn ihr jetzt das Problem auch seht, dann meldet euch bitte. Ich habe angefangen, mit einer kleinen Anzahl von Mitarbeitern zu arbeiten und wir schreiben Paper, wir haben eine Studenten-Society, wir versuchen zu forschen in diesem Feld. Es gibt Ethik in anderen Disziplinen, in Naturwissenschaften, in Medizin, weil andere realisiert haben, was für einen Einfluss ihre Wissenschaft hat. Und in der Mathematik passiert das eben nicht. Und ich brauche Hilfe von Menschen wie euch, die ein Verständnis für technische Arbeit haben und die sehen, dass auch wenn es abstrakt ist, es tatsächlich einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und wenn ihr möchtet, kontaktiert mich bei der Essex in Mathematics Society in Cambridge. Also bitte, wenn ihr interessiert seid, meldet euch bitte. Next up is sailing to the new paradigm. So, der nächste Talk. Wir segeln zum neuen Paradigma. Moin, ich bin Leon von Astro Schiff. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was zu dem Projekt, an dem ich während der letzten 8 Jahre gearbeitet habe. Und im Prinzip ist das ein Accelerator für alternative Projekte. Und wir arbeiten so ein bisschen an der Kreation einer alternativen Welt. In 2010 habe ich eine Kapelle gekauft für 75.000 Pfund in Wales. Und im selben Jahr bin ich auch segeln gegangen, und zwar nach Irland. Und diese Segelerfahrung hat mir ein bisschen vermittelt, was es eigentlich bedeutet, Souveränität zu haben
und wie auch sich Piraten vielleicht gefühlt haben, wenn sie ihr eigenes Boot besessen haben und hinfahren konnten, wo immer sie gerade hinfahren wollen. Und Piraten ist ein interessantes Motiv. Die sind sehr interessant, vielleicht auch für Menschen hier im Publikum. Und die haben sehr viel Innovation vorangetrieben. Es gibt ein Buch, das heißt Sei ein Pirat. Das hat jüngst ein bisschen größere Kreise gezogen und hat dargestellt, warum Piraten ein gutes Vorbild sein können, um auch eine existenzielle Krise zu überwinden. Und wenn man Pirat werden möchte, dann braucht man natürlich ein eigenes Boot. Haben die Piraten in der Regel. Aber heute, in der heutigen Welt, so als Techie, dann ist das neue Boot Eigentum im Sinne einer Immobilie. Und als Techie, der in der Industrie arbeitet, in der Stadt lebt, dann braucht man natürlich ein ziemlich hohes Gehalt, um dort Grund und Boden zu erwerben. Und ich habe mich ein bisschen informiert. Hier ist aus Italien eine alte Farm. In Indien habe ich auch ein verlassenes Gebäude gefunden, ein Palast. Und die Leute warten eigentlich nur darauf, dass so ein paar innovative Geister da einziehen und was mit diesen verlassenen Immobilien machen, die transformieren. Und jetzt machen wir einen Sprung nach Wales. Das hier ist die Kapelle, die ich dort im Jahr 2010 gekauft habe. Ein paar Impressionen von innen, wie es jetzt zurzeit aussieht. Es ist immer noch ein bisschen natürlich Work in Progress. Wir arbeiten daran. Wir bauen das jetzt gerade als oberes Deck aus und wollen eben einen Raum bieten für Menschen, die dort leben können, aber auch arbeiten können. Und was natürlich ein ziemlicher Vorteil ist an so einer Location, ist, dass da die Lebenshaltungskosten deutlich geringer sind. Also wenn man jetzt beispielsweise jemanden hat, der in einem gut bezahlten Entwicklerjob arbeitet, dann kann er da 10 Leute mit unterstützen in so einer optimierten Umgebung mit Blick auf die Lebenshaltungskosten. Das hier ist unsere Küche. Wir haben auch Freiwillige, die helfen. Und hier noch ein kleiner Ausblick durch das Hauptfenster der Kirche. Ja, also zurück zum Schiff. Im 18. Jahrhundert brauchte man sein eigenes Schiff, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und heute durch das eigene Geld und das eigene ökonomische System, was man hat, kann man sowas Ähnliches erreichen. Und insofern möchte ich jetzt hier so ein bisschen eine Einladung aussprechen, wie man eine neue ökonomische Welt und Funktionsordnung vielleicht auch aufbauen könnte. Also tokenbasiert, das hat meiner Meinung nach viele, viele Vorteile. Und das braucht natürlich ein bisschen Arbeit. Man braucht eine große Vielfalt an Fähigkeiten. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die vom aktuellen System benachteiligt sind und sich sehr nach einer nachhaltigen Welt, einer nachhaltigen Strukturierung der Welt erfreuen würden. Und ich von meiner Position aus sehe Krypto-Tokens da als gute Möglichkeit, ein bisschen das Vertrauen zu dezentralisieren. Und Countdown. Vielen herzlichen Dank. Real Pirate. All right. Next up. Okay, als nächstes. Oh, jetzt müssen wir erstmal überprüfen. Ist der Vortrag, der vorhin ausgefallen ist, ist der Sprecher inzwischen aufgetaucht? Nein? Na gut. Dann geht es jetzt mit dem letzten Talk für heute weiter, also dem letzten Lightning Talk für heute. Und es geht um Lightning Talks.
Ich fürchte, ich muss da kurz rübergehen. Hallo. Hallo. Ich bin Svollis und ich habe eine Angewohnheit. I have a habit. I do lightning talks. Just for fun. I did it since 30C3. And the last year we were talking about what was happening there. And we thought, yeah, this talk could have been so good, if only. And then we thought, well, we'll just do a lightning talk about this, only, if only. And yeah, now I'll do say something too. I'm Getzig, and I also started with the lightning talks at 30C3. And yeah, we were part of the small team back then, and this team transformed to what it is today. And if we had just a starting help, it would have really helped. And now there's some smaller organizations where you can do lightning talks, and there's a lot to learn, and I really want to collect all this experience. And yeah, so what you're doing is organizing a small conference here. We have 60 to 70 speakers. You should not underestimate that. You are mailing with them back and forth. There's a lot of communications. So you should really think about your processes beforehand so you do not get too much work. So the better your processes are, the better you can take care of your speakers. And it's important to use the right tools. We use this wiki. And it's great because there's a great collection of information. And it's important to really explain the rules beforehand, the important rules, so you have time for questions that still exist after the rules are clear. And it's really important to make yourself obsolete in a way, so you're not a single point of failure. That didn't work so far, so I'm open for suggestions. And you can talk to us at the organization team. And yeah, that's it to organizing. And now I want to tell you from what I have experienced. If you do a talk like this, maybe you want to explain your project or talk about your project. And sometimes it's best to just take the new guy. Just let the new guy speak. Because he is really fun. He's enthusiastic and he wants to speak about it. And if your English is not the best, just speak in German. This is the example I want to show how useful it can be to just do a talk in German and just, yeah, let the translation team, that's us by the way, do their job. And if you have a small problem and you just say you can't do it in English, just ask them. They really want to help with translations. The last slide is really useful for contact information. And there should be the main information. So where are you at the Congress? Where can people reach you? And that's the slide that's there the longest, so it's really helpful to have that information there. And the most important thing, just really practice your talk. Use a clock, stopwatch. And have your stopwatch somewhere where you can't see it. If it's your phone, turn it around. And practice and focus on what you are saying. The slides can be a bit more full. You don't have to say everything. And really stop slowly. At the early age of 39, I started practicing the guitar or learning to play the guitar. And my teacher said, yeah, start slowly. You will get faster automatically. And it's the same for lightning talks. And yeah, I also like to do the work closer to the deadline, maybe around Christmas. But if you're really done with your talk before arriving here, you will have more fun at the Congress. If I don't have to do it at the hotel in the morning, it's so much more fun here. It's really nice not to have to work here too, to explore. And also have a look at other talks, just check them out and think about it. What's fun for you? What are the small things? What could I adapt for myself? What could I copy from them? And it's a really useful tool. It really improves your talk a lot.
And a small plea from the organization team. We need data formats that will work no matter what. So please just use a standard PDF. There are some obscure data formats. And please take care about the resolution of the pictures. The disadvantage here is you only have your slides. If you have special software, you also have notes. But there's a really old workaround for your notes. Just use handwritten notes or analog notes and just practice. If you meet people here if you meet people and they ask you, what are you doing? And you then say, I'm doing a lightning talk. And if they're not running away, they are your audience. Just practice it on them. And that will really help you. And I now want to thank you. And I already want to thank the people who are maybe sitting here and are getting inspired and will maybe do a talk next year. I could not watch everything, but everything I watched really included some talks where I was blown away, and it was amazing, it was awesome, and I want to thank you. Also, vielen Dank an alle zum Kommen, danke an die Speaker und für alle Leute, die hier gekommen sind, und nochmal einen großen Applaus an alle. Ein Dankeschön auch, und die Bühne dankt dann auch nochmal dem Übersetzungsteam. Er meint, dass gerade die Lightning Talks ein schwieriges Thema sind, weil das natürlich auch alle 5 Minuten das Thema wechselt. Und wir